Und wieder einmal heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Oblivion-Part hier bei der dunklen Bruderschaft. Ja, im letzten Part muss ich zugeben, das war schon eine relativ schwierige Mission. Da musste ich ja ungesehen ins kaiserliche Gefängnis eindringen und Valentret töten. Das habe ich aber auch nur dank einigen Unsichtbarkeitstränken und dem Unsichtbarkeitszauber geschafft, dass mich da wirklich keine der Wachen entdeckt hat und somit bin ich wieder mal mit einem Bonus belohnt worden und vom Rang her bin ich jetzt ein Schlechter der dunklen Bruderschaft. Es ist natürlich noch ein relativ niedriger Rang, ich bin auch noch nicht so lange dabei. Aber mein nächster Auftrag führt mich jetzt nach Koroll. Der gemeuchelte Mann. Ich muss nach Koroll in François Mortiers Haus einbrechen und dann mit ihm sprechen. Mortier wünschte, dass wir uns auf diese Weise treffen, also erwartet er mich. Genau, den soll ich nämlich nicht wirklich umbringen, ich soll nur so tun. Und deswegen habe ich da auch etwas Besonderes von Vicente Valtieri bekommen. Und zwar diese Mattweinklinge. Die ist mit einem speziellen Gift getränkt und wenn ich ihn damit erwische, dann ist er quasi wie gelähmt. Dann wird jeder glauben, dass er tot ist, auch wenn es nicht stimmt. Aber gut, dann geht's gleich mal auf nach Koroll. So, Koroll ist jetzt natürlich am anderen Ende der Provinz hier drüben. So. Ich weiß gar nicht, ob es irgendeine bestimmte Uhrzeit gibt, wo ich da rein kann, aber ich glaube, das sollte total egal sein. Nachts passt irgendwie eh besser zu der dunklen Bruderschaft. So, der wohnt, glaube ich, irgendwo hier. Ja, genau, gleich hier drüben in dem Haus hier. So. Okay, das ist aber verschlossen. Das ist jetzt nicht so toll. Dann werde ich lieber warten. Halb fünf, dann ist es halb sechs, halb sieben, halb acht. Ich warte mal drei Stunden. So. Mann, ich will da rein, verdammt. Unglaublich, warum ist diese scheiß Tür immer abgeschlossen? Wenn ich einen Auftrag habe, dann soll die Tür gefälligst offen sein. Das kann es doch nicht sein. Mann, 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 Mann. Hoffentlich kommen jetzt keine Wachen. Ah, da ist er. Oh, ha. Hallo, ihr müsst derjenige sein, von dem Lucien Lachance mir erzählt hat. Ich habe euch erwartet. Ich fürchte, wir haben nicht viel Zeit. Ich habe mir eine beträchtliche Menge Gold von einigen Gestalten aus der Unterwelt geliehen. Ich konnte eine Rate nicht zurückzahlen. Jetzt wollen sie nicht einmal mehr das Geld. Sie sagen, ich hätte sie beleidigt. Sie haben einen Vollstrecker geschickt, um mich zu töten. Sein Name ist Verbirgt sein Herz. Und er ist auf dem Weg hierher. Darum habe ich euch angeworben, damit ihr meinen Tod inszenieren könnt. Ah ja. Besitzt die Spucks aus der Uhr. Nee, nee, ich bleib mal höflich. Fahrt fort, Mathieu, ich höre zu. Also wenn Verbirgt sein Herz ankommt, werde ich ein kleines Schauspiel inszenieren. Ihr verletzt mich mit dem vergifteten Messer und dieser widerwärtige Vollstrecker wird denken, ich sei tot. Ihr müsst aus Koroll fliehen und Verbirgt sein Herz darf nicht getötet werden. So kann er dann zurückkehren und seinen Auftraggebern berichten, dass ich tot bin.
Wartet einen Tag, bis meine Leiche in der Kapellengruft von Koroll aufgebahrt wird, dann könnt ihr mir das Gegengift einflößen. Habt ihr alles begriffen? Gut. Verbirgt sein Herz, wird jeden Augenblick hier sein. Seid bereit. Oh, ich hoffe, dass alles funktioniert. Ich auch. So, dann warten wir halt. Mortier, ich weiß, dass ihr hier drin seid. Meine Auftraggeber sind sehr verärgert. Ich komme jetzt herein und dann könnt ihr um euer Leben betteln. Nicht, dass es euch helfen wird. Mortier, ich bin hier, um Blutzoll zu fordern. Ach ja, wer ist das? Oh nein, was soll ich nur tun? Ein Vollstrecker der Unterwelt und ein Mörder der dunklen Bruderschaft. Und beide wollen dem armen François ans Leben. Die dunkle Bruderschaft? Oh, Mortier, ihr wart gar nicht artig, oder? Tretet zur Seite, Mörder. Mortier ist mein. Meine Auftraggeber verlangen es. Was ist das? Oh, Mörder der dunklen Bruderschaft, rückt mir mit dieser Klinge vom Leibe. Ich glaube, das ist das Ende des armen François. Wir werden ja sehen, wer euch aufschlitzen darf, Mortier. Ich werde euch zeigen, wie ein echter Meuchelmörder vorgeht, Halbblut der dunklen Bruderschaft. Wehrt euch! Oh. Mortier hat einen Hieb mit der Mattwenklinge erhalten. Scheint, wir warten an der Wunde gestorben zu sein. Ich muss jetzt aus Groll fliehen, verbirgt sein Herz am Leben lassen. Ah. So, Gott. Raus hier. Jetzt muss ich rennen. So, meine magische Kraft schwindet. Ja. Habe ich nicht eh noch einen... Welkenstein dabei? So. Nachrichtenburger. Gut, jetzt bin ich kurz unsichtbar, das heißt, jetzt kann ich abhauen. Na, das ging ja eigentlich schon mal relativ gut. So. Ich bin aus Groll geflohen, verbirgt sein Herz, wurde nicht getötet. Ich muss jetzt einen Tag warten, damit Mortier entdeckt und in die Kapellengruft von Groll gebracht werden kann. Dort muss ich Mortier finden und ihm das Gegengift verabreichen, das ihn wieder zum Leben erwecken wird. Gut, genauso werde ich es jetzt auch machen. Ich warte lieber hier draußen, genau 24 Stunden. Also, war zum Glück gar nicht mal so schwer. Ich verstehe zwar nicht, warum schon wieder die Tür abgeschlossen war, aber da muss ich halt immer aufpassen. Wenn mich die Wachen da sehen, wenn ich einbreche, dann habe ich die auch noch am Hals und das sollte ich eigentlich tunlichst vermeiden. So, jetzt ist ein Tag rum. Und jetzt geht's ab in die Kapelle. Ist er gleich hier drüben. So, schauen wir mal, wo hier eigentlich der Eingang ist. Na, Tür zu. Oh, hier. Kapelle von Stenda, genau. Ich merke mir auch nicht immer auswendig, wo welche Kapelle steht. So, also ich muss jetzt tatsächlich in die Kapellengruft runter. Also hierhin. So, und jetzt muss er hier irgendwo aufgebahrt sein. Ich glaube weiter unten. Da oder da? Gucken wir mal auf die Karte. Ah, hier drüben. Ah, da liegt er wirklich. Seht mal. Man könnte echt meinen, er ist tot. Mattwein-Gegengift entfernt. Ich habe François Mortier das Mattwein-Gegengift eingeflößt, der ist aus seinem vom Gift hervorgerufenen Schlaf erwacht. Ich sollte jetzt mit ihm reden und mich vergewissern, dass es ihm gut geht, um zur Grauen Stute zu reisen. Hä, zur Grauen Stute? Ach so, er, ja, na klar, er will ja, glaube ich, dann aus der Stadt raus.
Jetzt. Puh, dachte schon, wacht er hier auf. Oh, ich bin etwas steif, aber ansonsten unversehrt. Ah, ja, die Gruft. Meine Familie ist hier begraben, wisst ihr? Was mich auf etwas bringt, das ich möglicherweise noch nicht erwähnt habe. Meine Vorfahren sehen meine Auferstehung als Schändung ihres Grabes an. Diese Gruft ist, tja, sehr verflucht. Bei einer Schändung steigen meine Vorfahren aus ihren Gräbern, um ihre Ruhestätte zu verteidigen. Ich kann sie schon kommen hören. Ihr müsst mich schützen. Geleitet mich zur grauen Stute, wo ich meine Flucht aus Korol organisieren kann. Da kommen sie. Oh nein, Tante Margaret. Ihr seht ganz schön fertig aus. Oh Gott. Na super, jetzt kommen hier echt noch Geister. Gut, dann muss ich die halt vertreiben. Ich weiß gar nicht, ging das mit meinem Golden Island Schwert eigentlich? Ich glaube nämlich nicht. Ich muss das sowieso mal wieder hoch reparieren. So. Okay, na dann, auf geht's. Ja, tatsächlich. Ach so, nee, das sind doch nur Zombies. Hey. Vorsicht. Du musst schon aufpassen, François. Jetzt hätte ich dich fast wirklich getötet. Das sind wenigstens nur Zombies. Ich dachte schon, das sind Geister. Und hier ist Zombie. So. Ja, sieht natürlich kacke aus, wenn hier die Leichen von den Zombies rumliegen, deswegen lösche ich die lieber. Alter, du musst schon aufpassen, warum gehen die eigentlich immer dazwischen, wenn ich kämpfen muss? Ich verstehe das nicht. So, hier ist der nächste Dödel gewesen, so. Weiß nicht, waren das jetzt nur zwei oder gibt es hier noch mehr? So groß ist doch die Gruft gar nicht. Ah doch, hier ist noch einer. So. Auch hin. Die sehen eh so eklig aus, da könnte ich kotzen. So. Gut, ich glaube, das war's jetzt. Drei Zombies, das müssten alle gewesen sein, sonst sehe ich hier keine mehr. Dann raus hier. So, jetzt auf zur grauen Stute. So, kommst du mit? Ja, er kommt mit. Da muss ich echt aufpassen. Ja, jedes Mal, wenn ich da irgendwie jemanden dabei habe und dann kämpfen will, dann stellen die sich so blöd vor mich und dann kassieren die einen Schlag und wenn ich Pech habe, sind die dann tot oder was genauso schlimm ist, die greifen mich dann an, weil sie sauer sind und dann kann ich das Ganze vergessen. So. Hey, wo steckt er denn? Hey. Mitkommen. Wo bist du? Oh ja, sag mal, was fällt der denn ein? Hier seid, hi. Komm gefälligst mit, du Vogel. Du kannst doch jetzt hier nicht quatschen. Ich dachte, du willst abhauen. Also komm gefälligst mit, Mann. Eieiei. Ist der voll von so einer Dame aufgehalten worden, die ihn bezirzen wollte? Das geht doch nicht. Ah, die graue Stute. Von hier aus kann ich Transportmittel für meine Flucht aus Cyrodiil organisieren. Ihr habt mir gut gedient, Assassine. François steht für immer in eurer Schuld. Lebt wohl. Na bitte, das war's jetzt. Das heißt, er wird überhaupt aus der ganzen Provinz verschwinden. Keine Ahnung, wo er hin will, aber ist eigentlich auch egal. Das heißt, mein Auftrag ist erfüllt. Ich kann wieder zurück nach Chardinal. War zum Glück kein wirklich schwerer Auftrag, da fand ich das mit dem kaiserlichen Gefängnis deutlich schwieriger, da einfach nicht gesehen zu werden. So, dann bin ich mal gespannt, was ich für eine Belohnung bekomme, also abgesehen jetzt mal vom Gold. Ich habe bisher immer irgendwas Besonderes bekommen, zumindest wenn ich mich an meine Vorgaben gehalten habe, das habe ich bisher auch. Mal gucken, wo ist... Ah, okay, diesmal ist Vicente Valtieri in seinem Schlafgemach.
Ach so, nee, da kommt er gerade. Ah, Mutier ist also entkommen. Gute Arbeit. Als Bezahlung überreiche ich euch dieses Amulett, das Herz der Grausamkeit. Ihr werdet auch weiter befördert. Ich verleihe euch hiermit den Titel eines Eliminators. Euer Blut ist kalt und euer Herz wie Stein. Ihr seid die Verkörperung von allem, wofür die dunkle Bruderschaft steht. Hiermit überreiche ich euch diesen Schlüssel. Damit öffnet ihr den Brunnen über uns, hinter dem verlassenen Haus. So erlangt ihr unerkannt und schnell Zutritt zu dieser Zuflucht. Oh, na Gott sei Dank, endlich! Und ich habe wieder was bekommen, nämlich das Herz der Grausamkeit. Das ist irgendein magisches Amulett. Ich weiß noch gar nicht, mit welchem Effekt. Ah, festigen Willenskraft und Stärke. 15 Punkte auf sich selbst. Na, nicht übel. Nicht übel. Gut, Herr Hüter meines Bruders, ich muss einen Auftrag von Vicente Valtieri annehmen. Na, das werde ich gleich machen. Ich hätte zudem nämlich Zeit für einen zweiten Auftrag noch in diesem Part. Also, bleib stehen! Na, ihr seid ja ehrgeizig, was? Ich fürchte, ich habe keine weiteren Aufträge für euch. Unsere Zusammenarbeit ist nun vorbei. Oh. Meldet euch stattdessen bei Ocheva, hier in der Zuflucht. Von jetzt an erhaltet ihr eure Aufträge von ihr. Sie wartet bereits auf euch. Bevor ihr geht, will ich noch auf ein Angebot zurückkommen, das ich euch vor einiger Zeit machte. Als Vampir kann ich meine Gabe nach meinem Gutdünken an andere weitergeben. Ihr habt mir gut gedient und ich will nun die Gabe an euch weitergeben. Soll ich meine dunklen Kräfte nutzen und euch zu einem Vampir machen? Ach so, stimmt ja. Ich kann ja... Oh, Quest angefügt, ewige Dunkelheit. Ich kann jetzt wirklich durch ihn zu einem Vampir werden, anstatt dass ich ständig irgendwo Glück haben muss, dass mich ein wilder Vampir quasi beißt, kann er mich selber beißen und dann mich zu einem Vampir werden lassen. Aber ich glaube, ein bisschen werde ich noch warten, ja? Also nicht jetzt. Vielen Dank. Ja, ich verstehe eure Ängste. Schließlich geschieht es nicht alle Tage, dass man die Einladung erhält, sich den Reihen der Untoten anzuschließen. Solltet ihr jemals eure Meinung ändern, dann sorgt euch nicht. Mein Angebot gilt auf ewig. Kehrt einfach zurück und sprecht mich auf das dunkle Geschenk an. Und schon werden wir beginnen können. Na, dann ist ja gut. Gerüchte? Der Graf von... Achso, ja, Graf von Skingel ist nicht der, der jetzt erscheinen scheint, das wissen wir schon. Vergießt etwas Blut für mich, lieber Bruder. So, also wie gesagt, von nun an kann ich jederzeit, wann immer ich es will, zumindest bis zu einem bestimmten Zeitpunkt innerhalb der dunklen Bruderschaft zu einem Vampir werden, wenn ich mit ihm spreche. Das ist halt deutlich einfacher, als ständig irgendwo unterwegs zu sein und dann eventuell von einem Vampir gebissen zu werden, dass man sich mit dieser porphyrischen Hämophilie infiziert und ja, ich bin schon wieder im Rang aufgestiegen. Was bin ich jetzt eigentlich? Ah ja, genau, ein Eliminator, richtig. Sind jetzt hier so zwei so Klingen mit ein paar Blutstropfen auf dem... Zeichen. Und jetzt kriege ich meine nächsten Aufträge direkt von Ocheva. Da bin ich einmal gespannt. Ah, da sitzt sie sogar schon. Na dann. Eure Anwesenheit ehrt mich. Ah, seid gegrüßt. Ich habe euch erwartet. Wie Vicente euch sicherlich gesagt hat, werdet ihr nicht mehr für ihn arbeiten. Von nun an werdet ihr eure Aufträge von mir erhalten. Euer nächster Auftrag ist sogar schon eingegangen. Okay. In der Kaiserstadt lebt ein Hochelf, dessen Leben ausgelöscht werden muss. Diese Person zu finden, könnte eine Herausforderung darstellen. Habt ihr Interesse? Immer, ich nehme den Auftrag an. Ich wusste, ihr würdet nicht widerstehen können. Euer Ziel ist ein Hochelf namens Felian. Er lebt irgendwo in der Kaiserstadt und mag lange Spaziergänge. Leider ist das alles, was wir wissen. Wir wissen nicht, in welchem Viertel er wohnt, noch welche Etablissements er aufsucht oder irgendetwas über seinen Tagesablauf. Bei diesem Auftrag ist etwas Detektivarbeit nötig. Ich schlage vor, ihr sprecht mit euren Brüdern und Schwestern und fragt, ob sie euch einen Rat geben können.
Ach ja, da ist noch etwas. Die Kaiserstadt ist auch das Zuhause eines Hauptmanns der Kaiserlichen Legion namens Adamus Philida. Wisst ihr, wer das ist? Das ist jetzt hier gut. Philida, dieser selbstgerechte Spechlecker. Genau. Dann wisst ihr, dass er sein Leben der Auslöschung der dunklen Bruderschaft gewidmet hat und nicht begeistert ist, wenn wir in der Kaiserstadt tätig sind. Wenn so etwas geschieht, macht er zumeist unser Leben sehr schwer. Geben wir dem guten Hauptmann keinen Grund, sich mehr mit unseren Angelegenheiten zu befassen. Ja! Wenn es möglich ist, beseitigt Felian irgendwo, wo es keiner bemerkt. In jedem Fall nicht im Freien, wenn niemand in der Nähe ist. An einem sicheren Ort, ohne Zeugen. Dann sieht es wie ein einfacher Mord aus. Philida wird nichts ahnen und ihr erhaltet einen netten Bonus. Geht jetzt. Möge Setis mit euch gehen. Okay. Quest angefügt, der einsame Wanderer. Gut, jetzt darf ich ein bisschen Detektiv spielen, aber jetzt kann ich wenigstens endlich über diesen Brunnen hier raus und muss nicht ständig durch dieses blöde Haus abhauen. So, der Brunnen ist ja gleich hier, aber Moment mal, vorhin sollte ich ja noch mit meinen Brüdern und Schwestern sprechen. Dann werde ich das auch mal machen. Das habe ich bisher eh verabsäumt, aber dabei war das nicht wirklich notwendig. Aber hier empfiehlt es sich doch, sich ein bisschen mit den Kollegen zu unterhalten. Meinetwegen auch mit ihm. War mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. So, Auftrag. Die Elfen der Kaiserstadt bilden eine enge Gemeinschaft. Ich wette, einer von ihnen hat zumindest von Felian gehört. Ihr solltet euch mal umhören. Na bitte, Quest aktualisiert, das ist gut. Vergießt etwas Blut für mich, lieber Bruder. So, ihn werde ich sicher nicht fragen, weil der kann mich eh nicht ausstehen, aber was ist denn zum Beispiel mit Teinava? Ach, mein lieber Freund, darf ich Ihnen ein wenig Zeit stehlen? Ich habe ein etwas heikles Problem, bei dem ihr mir vielleicht helfen könntet. Es ist etwas Persönliches, das keinen Einfluss auf euer Ansehen in der dunklen Bruderschaft haben wird. Möchtet ihr mehr hören? Ja, erzählt mir mehr. Eure Entscheidung findet meine volle Zustimmung. Jetzt zu den Einzelheiten. Weit im Süden, am südlichen Ende von Cyrodiil, befindet sich ein Sumpf mit dem Namen Brackwasser. In diesem Sumpf versteckt sich eine argonische Schattenschuppe namens Narbenschwanz. Tötet diesen Abtrünnigen und bringt mir zum Beweis eurer Tat sein Herz. Quest angefügt, die abtrünnige Schattenschuppe. Kartmarkierung hinzugefügt. Scarschwanz, das haben sie auch wieder blöd übersetzt, da sollte eigentlich Narbenschwanz stehen. Als Ocheva und ich als Kinder von der dunklen Bruderschaft ausgebildet wurden, waren wir mit einem anderen Neuling befreundet. Es war eine Schattenschuppe namens Narbenschwanz. Wir drei waren unzertrennlich. Als unsere Ausbildung abgeschlossen war, konnten wir uns nur schwer voneinander trennen. Aber jetzt... jetzt ist das Undenkbare geschehen. Narbenschwanz ist aus Schwarzmarsch geflohen und weigert sich, seine Pflichten als königlicher Meuchelmörder zu erfüllen. Das ist Verrat, das muss bestraft werden. Aber so wie es einem Mitglied der dunklen Bruderschaft verboten ist, ein anderes Familienmitglied zu töten, darf eine Schattenschuppe auch keine andere Schattenschuppe ermorden. Deshalb müsst ihr nach Brackwasser gehen und diese verräterische Schlange beseitigen. Tötet Narbenschwanz, damit Ocheva und ich diese Angelegenheit hinter uns lassen können. Na, ist doch auch interessant. Eine Quest innerhalb... Quest kann man das nicht sagen. Nee, also eigentlich eine Quest innerhalb der dunklen Bruderschaft, die aber nichts mit der dunklen Bruderschaft direkt zu tun hat. So, und es ist mal mein Auftrag noch ein kleines Thema. Ich liebe es, einen Auftrag in der Kaiserstadt auszuführen. Die Gassen, die Schatten und die Herausforderung, Philidas Legionstruppen zu vermeiden. Ich beneide euch. Tja, also beneiden muss man mich deswegen jetzt nicht unbedingt. Wandelt alle Zeit in Sittes Schatten. Ich wollte mit euch reden. Aber gewiss, was bereitet euch Sorgen? Jeder spricht nur von euren neuesten großen Taten. Ihr habt nicht nur das Ziel ausgelöscht, sondern gleich noch 6 Mitglieder der Kaiserlichen Legion. Ach so. Sehr beeindruckend. Das kennen wir schon. Bei Sittes, was war das nur für eine Nacht? Na gut.
Könnte ich theoretisch noch mal ganz kurz Ochiwa ansprechen, wegen dieser Narbenschwanz-Typi? Während Felian durch die Straßen der Kaiserstadt geht, weint die Mutter der Nacht in ihrer Ruhelosigkeit. Tötet den Hochelfen und alles wird gut. Hier, genau, ich kann Sie ebenfalls noch über Narbenschwanz befragen. Narbenschwanz hat Argonien verraten und er bedeutet die Pest für Tamriel. Tötet ihn, wie mein Bruder verlangt, und wir werden für immer in eurer Schuld stehen. Na gut. Der Hochelf Felian lebt in der Kaiserstadt und mag lange Spaziergänge. Sprecht mit den anderen Mitgliedern der Familie. Möglicherweise haben sie einen Rat für euch. Ja, das habe ich schon gemacht. Geht nun, geschätztes ja, Familienmitglied. Ich verstehe nur nicht, warum der eigentlich immer denselben Satz labern muss. Trainingsraum schaue ich auch noch kurz rein. Ich glaube, das wird sich in dem Part leider nicht mehr ausgehen für den Auftrag. Ah, er ist ja zum Beispiel noch hier, Gogron. Ich weiß, was ihr denkt. Gogron ist zu groß, um zu schleichen. Tja, da habt ihr recht. Ich marschiere einfach los und haue meine Gegner in Stücke. Ha! So, Auftrag. Genau das meine ich. Ihr tötet ihn aus der Nähe, Auge in Auge, und bekommt dennoch den Bonus. Ich wünschte, alle Aufträge wären so. Ja, dann wäre es aber auch ein bisschen langweilig, oder? Gute Jagd, mein Bruder. Ah, wen haben wir hier noch? Antonetta. Ja, liebster Bruder. Kann ich euch irgendwie helfen? Ich habe halt einen Auftrag, ne? Ich an eurer Stelle würde mal mit Felian reden, um mehr über ihn zu erfahren. Vielleicht könnt ihr ihn dann an einen verlassenen Ort locken. Dann, wenn ihr allein seid. Ihr wisst schon. Wie die kichert. Viel Glück, Bruder. Ich hoffe, dass ihr nicht getötet werdet. Ich will sagen, ihr wisst schon. Ich weiß immer schon, ne? Eh klar. Was haben wir hier eigentlich noch? Ausdauergift, Schwächegift und... Oh, hier ist auch noch ein interessantes Buch mit einem total verrückten Namen. Azir Dracicaseri. Ah, Nahkampffertigkeit verbessert. Ja, das ist irgendein Khajiit-Buch. Aber das werde ich jetzt nicht vorlesen, das würde sonst zu lange dauern. Ist aber auch relativ selten. War, wie ihr gesehen habt, wieder mal ein Fähigkeitsbuch. So, wie gesagt, hier geht's jetzt für mich nach draußen. Weil ich jetzt diesen Brunnenschlüssel habe. Das heißt, jetzt bin ich genau hier und da kann ich dann wesentlich schneller in die Zukunft fluchen, als immer wieder durch dieses Haus hier zu rennen. Es wird sich jetzt leider nicht mehr wirklich ausgehen in diesem Part. Aber ein bisschen was habe ich ja schon in Erfahrung gebracht, also ich sollte mit anderen Hochelfen irgendwie dort in der Kaiserstadt sprechen, um zu erfahren, wo ich Felian finden kann. Und wenn ich ihn dann gefunden habe, werde ich ihn ein bisschen, naja, so ausfragen, so tun, als wäre ich sein bester Kumpel. Und dann in einem ungeachteten Moment, bam, da werde ich ihn erledigen. Okay, der Questfeld deutet wirklich auf das Marktviertel in der Kaiserstadt, na dann. So, gut, Freunde. Also, danke wieder einmal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, denn da werde ich mich dann um diesen Felian kümmern. Ich hoffe, dass ich ihn noch finden werde und dass mich dieser Adamus Philida im Gegenzug nicht findet. Also, bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao!